Eine Konvergenzlinie durch die gestrige Veranstaltung war aus friedensethischer und auch friedenspolitischem Blickwinkel, dass Huntingtons Auffassungen, dass nicht in fremde Kulturen interveniert werden soll, auf jeden Fall Zustimmung fand. Gleichzeitig, war auch ein Ergebnis des gestrigen Tages, erfolgte Kritik am essentialistischen Kulturbegriff Huntingtons. Und es wurde in einigen Formaten gestern darauf verwiesen, dass es ja eine Pluralität, Hybridität von Kulturen gibt. Das Stichwort Transkulturalität fiel in diesem Zusammenhang. Außerdem wurde gestern der enge Bezug vom Kultur- und Identitätsbegriff herausgearbeitet. Nicht in dem Sinne, dass allein unsere Kulturzugehörigkeit Identitäten formt, sondern dass es innerhalb von Kulturen diverse Identitäten gibt und die eben auch möglich sind. Und aus diesem differenzierten Blickwinkel auf Huntingtons Erbe wurde gestern schon, und das wollen wir heute Vormittag vertiefen, die Bedeutung von den Dialogen oder besser auch Trialogen oder sogar Polylogen von Religionen verwiesen. Religion und Kulturen stehen natürlich in einem engen Wechselverhältnis miteinander. Religiöse Zugehörigkeit fungiert als bedeutsamer Bestandteil kultureller Identität. Demnach ist eine oder wäre eine kulturwissenschaftliche Analyse, wie wir sie ja hier betreiben möchten, die blind für Religion ist, die würde etwas Wichtiges am eigenen Gegenstand übersehen. Und deswegen freue ich mich, heute Morgen drei Gäste zu begrüßen, mit denen ich über die Relevanz des Dialogs, besser gesagt des Trialogs der Religion für die Friedensethik und die weltweite Verständigung reden möchte. Und nun möchte ich Ihnen unsere Gäste vorstellen. Sie sehen zwei dort oben auf dem Bildschirm und dann Frau Clemens hier bei uns auf dem Podium. Also guten Morgen auch erstmal an Sie von meiner Seite. Dankeschön. Wir haben Daniel Neumann. Hallo, herzlich willkommen. Er ist Rechtsanwalt, Autor und seit 2006 Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Daneben engagiert sich Herr Neumann als Mitglied des Schiedsgerichts beim Zentralrat der Juden in Deutschland. Seine Initiativen, wie beispielsweise die Einberufung der jüdischen Kulturwochen in Darmstadt, sein Engagement, zum Beispiel für die Stiftung gegen Rassismus, sind so zahlreich und kann ich an dieser Stelle nicht alle aufzählen. Außerdem ist er im Rundfunk auch zu hören. Seit 2010 hält er Ansprachen in der Sendung Jüdische Welt im HR2 und er ist journalistisch aktiv als Autor der Jüdischen Allgemeinen Wochenzeitung und im Magazin des Bundes Traditioneller Juden in Deutschland. Daniel Neumann zeigt Haltung in gesellschaftlichen Kontroversen und er fordert dort Grenzen ein, wo andere gegen Minderheiten aufstacheln. Ich möchte dazu ein Beispiel aus Ihrer Vergangenheit bringen. Vielleicht erinnern Sie sich 2018 bei der Echo-Preisverleihung an Kollega und Farid Beng. Hat er sich geäußert, hat eingegriffen in diese gesellschaftliche Kontroverse und hat sich geäußert, gesagt, diese Rap-Texte enthalten homophobe, sexistische und antisemitische Passagen. Und in diesem Zusammenhang kam es sogar zu einem Telefonat mit Kollega. Wer von uns kann schon behaupten, mal mit Kollega persönlich gesprochen zu haben? Und dort hat er sehr klar Stellung bezogen und sagt, es ist völlig egal, ob Kollega als Person Antisemit sei oder nicht. Es käme darauf an, dass die Texte, die er verbreite, antisemitische Inhalte enthielte und dem müsste öffentlich widersprochen werden. Dann begrüße ich herzlich Herrn Reza Hajjatpour. Er ist Hochschulprofessor und hat den Lehrstuhl für islamisch-religiöse Studien mit systematischem Schwerpunkt Theologie, Philosophie, Mystik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg inne. Er ist Mitglied des Zentrums für interreligiöse Studien in Bamberg. Er ist Islamwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Philosophie, Iran und schiitischer Islam. Darüber hinaus hat er in seiner akademischen Laufbahn ein dezidiert sozial- und kulturwissenschaftliches Profil entwickelt. Im Jahr 2005 publizierte er seine Autobiografie »Der brennende Geschmack der Freiheit«. Dort beschreibt er sein Leben als junger Mullah in Iran zur Zeit Khomeinis, wo er 1978 seine Ausbildung an der Theologischen Hochschule in Qom begann, seinen Widerspruch zu den neuen Machthabern und schließlich seine Ausreise nach Deutschland in Exil. Reza Hajjatpour ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Werke und er hat für etliche renommierte internationale Zeitungen Artikel verfasst und er wurde für seinen Artikel »Der kurze Frühling der Freiheit«, erschienen 2009 in der Züricher Zeitung, für den Medienpreis der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte nominiert.
Und dann möchte ich Ihnen noch vorstellen Frau Ilona Clemens. Sie ist Generalsekretärin des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit und Geschäftsführerin der Buber-Rosenzweig-Stiftung. 13 Jahre lang war sie Pfarrerin für interreligiösen Dialog in Frankfurt und im Rahmen dieser Tätigkeit 6 Jahre lang Geschäftsführerin des dortigen Rates der Religionen, den sie auch mitbegründet hat. Sie leistete als erste Pfarrerin für interreligiösen Dialog in Frankfurt Pionierarbeit und musste zunächst einmal vielen erklären, was interreligiöser Dialog eigentlich ist. Sie ist zudem Vorstandsmitglied der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Sie hat in Mainz, Bonn, München und Chicago studiert sowie mehrmonatige Studienaufenthalte in Israel und im Libanon absolviert. In einem Interview, das ich vorbereitend gelesen habe, resümiert sie ihre vielfältigen Erfahrungen in diesem Arbeitsfeld und fasst zusammen: Immer wieder kommt es darauf an, persönliche Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe Sie richtig und gut vorgestellt, alle drei. Ansonsten korrigieren Sie mich gerne oder ergänzen Sie, wenn etwas Wesentliches aus Ihren Vitas noch fehlte. Ansonsten möchte ich gerne auch direkt ins Gespräch einsteigen. Möchten reden heute über den Stand des Dialoges, des Trialoges der Religion. Wo stehen wir heute? Was hat das mit Huntingtons Thesen zu tun? Welchen Zusammenhang ziehen wir da? Aber Frau Clemens, vielleicht erklären Sie uns erstmal, was ist denn eigentlich der Trialog der Religion? Es gibt einen Satz, der viele Jahre in meinem Arbeitszimmer hier in Frankfurt hing. Und es ist gut, wenn man sich bei solchen Definitionsfragen auf Menschen berufen kann, die vor einem gewesen sind. Und dieser Satz hat mich, wie gesagt, viele Jahre begleitet. Er stammt von Martin Buber. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Ich glaube, das ist ein Satz, den viele Leute kennen. Und das steht sozusagen am Beginn jedes Dialogs oder Trialogs oder Multilogs, dass Menschen sich begegnen. Nicht Religionen. Ich habe immer gesagt, nicht Religionen führen Dialog, sondern Menschen. Deswegen auch die Fokussierung auf die Beziehungen, die da entstehen. Und deswegen ist für mich Dialog oder Trialog nicht zunächst eine Haltung, eine Handlung, sondern eine Haltung, mit der ich in den Dialog gehe. Mit Offenheit, mit Neugier, wirklich den einzelnen Menschen zu sehen und nicht nur seine Religion. Ich nehme ihn wahr als Menschen mit vielen Identitäten und vielen Aspekten, wovon die Religion eine ist. Aber natürlich geht es beim interreligiösen Dialog und auch beim Trialog um Fragen, die Menschen im Innersten bewegen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Ist was der Sinn des Lebens? Worauf vertraue ich in den letzten Dingen? Und das sind alles spannende Fragen, über die sich Menschen mit Glauben oder ohne Glauben auch austauschen können. Das sind Fragen, die uns alle bewegen, ob wir jetzt religiös geprägt sind oder nicht. Und ich finde, das sind wichtige Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Da können wir gemeinsam einstehen auch füreinander. Und eine Voraussetzung für den Trialog und den Dialog sind drei Dinge, finde ich. Zum einen die Anerkennung, dass es Diversität gibt, religiöse Diversität. Eine Vielfalt, ne? Also das bedeutet eben auch die Offenheit, mit der ich da reingehe. Dass ich mich dafür einsetze, dass Menschen nicht wegen ihres Glaubens diskriminiert oder diffamiert werden. Mir geht das Video von Gil Ofarim durch den Kopf, was jetzt viral gegangen ist, was ihm passiert ist da in Leipzig. Dass sowas heute noch möglich ist in Deutschland, ist eigentlich unfassbar, ne? Dass Menschen einfach wegen eines Zeichens, das sie tragen, ausgegrenzt werden. Und das Dritte ist, dass wir natürlich die Gesamtgesellschaft im Blick haben und uns gemeinsam für den Zusammenhalt der Gesellschaft einsetzen. Das sind so drei wichtige Dinge, die ich für den Trialog oder auch für den Dialog für wichtig erachte. Ja, vielen Dank. Da könnte man an sehr vielen Stellen schon ganz tief einsteigen, denke ich. Herr Neumann, wie sehen Sie das? Was bedeutet für Sie der Trialog der Religion? Oder vielleicht auch anders gefragt, was ist der Trialog nicht? Ja, danke erstmal für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf, auch wenn es am Anfang leichte technische Schwierigkeiten gab. Aus meiner Sicht ist der Dialog absolut unverzichtbar.
als jüdische Gemeinde, als jüdische Gruppe, als Vertreter des Judentums haben wir ja nur allzu gute Erfahrungen im Laufe der Geschichte damit gemacht, zum Objekt, zum Gegenstand von Vorwürfen, von Übergriffen, von Diskriminierung zu werden, von Pogromen, von Vertreibung etc. Und ein hohes Maß davon ließ sich daraus ableiten, dass es zu wenig Verständnis über den anderen gab, dass man zu schnell bereit war, sich auf Ideologien oder Theologien zu stützen, ohne aber den wahren anderen jemals kennengelernt zu haben, sich für den anderen interessiert zu haben, sich die Mühe gemacht zu haben, mal hinter das zu schauen, was Theologien und Ideologien einem eben vorgeben und verbreiten. Und deshalb ist es gerade aus jüdischer Perspektive so enorm wichtig, diesen Dialog zu betreiben, um eben auch die Sichtbarkeit des anderen, nämlich des Juden, für andere zu eröffnen. Gleichzeitig ist der Dialog, der Trialog, aber eben im umgekehrten Sinne für uns nicht weniger wichtig, weil man ja nicht glauben sollte, dass es nicht auch innerhalb jüdischer Gemeinschaften Vorurteile gäbe. Es gibt bei uns, genau wie bei allen anderen Menschen, allen anderen Gruppen, Ressentiments, Stereotype über andere Religionen, über andere Kulturen. Und die gilt es genauso zu hinterfragen. Und insofern gilt es, sich genauso auch mit den anderen zu konfrontieren, um immer wieder die eigenen Meinungen, Haltungen zu überprüfen, zu hinterfragen, um rauszufinden, was wir eigentlich gemeinsam haben, was uns eint, um uns aber auch eine Vorstellung davon zu machen, was uns denn trennt und was uns eben in unserer eigenen Religion, in unserem eigenen kulturellen Hintergrund, sozialen Hintergrund anders macht, was uns unterscheidet und was uns dadurch eben aber auch wieder besonders macht. Und dafür ist der Dialog, ist der Trialog mit Religionen ein geeignetes, ein wichtiges, ein probates Mittel. Ja, vielen Dank. Herr Hajatpour, erzählen Sie uns noch Ihre Perspektive, Ihren Blickwinkel. Was bedeutet für Sie der Trialog der Religion? Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Einladung und freundliche Vorstellung. Ich kann mich anschließen an meinem Vorgespräch von der Dame, von Herrn Neumann. Begegnung ist ein Stichwort von Herrn Martin Buber. Alles wirkliche Leben ist die Begegnung. So fängt schon an. Begegnung bedeutet auch, das aufeinander zugehen. Andererseits würde ich auch sagen, dass ich jetzt, Sie haben gesagt, was ist meine Meinung? Das heißt, ich vertrete zwar hier die islamische Perspektive, aber ich weiß nicht, ob die alle Muslime so denken. Ja? Und auch die Kollegen so mit mir einverstanden sind. Ich würde eher so verstehen, im Sinne von Foucault würde ich verstehen, das Risiko auf sich nehmen, anders zu denken, wenn ich anderen begegne. Und nicht unbedingt geht es nicht jetzt um die Kennenlernen, also in dem Sinne, dass man sagt, was die, unsere Gemeinsamkeit ist oder was unsere Unterschiede sind, was meine eigene Person ausmacht. Da kommen wir in den Bereich der Identität. Da sind wir auch von Person zu Person sind wir sehr unterschiedlich. Daher kann auch sein innerhalb der Juden oder innerhalb der Christen und innerhalb der Kollegen ganz unterschiedliche und vielfältige Begegnungen stattfinden. Ich will ganz kurz hier auf die Geschichte eingehen, wo die Begegnung stattgefunden hat. Man spricht ja von diesem weißen Elefant, der Khalifa Harun al-Rashid, an der deutsche Kaiser geschickt worden und derjenige, der diese Geschenk mitgebracht hat, dieser weiße Elefant, war ein Jude. So, dass eine Legende ist und die wahre Geschichte ist, aber der weiße Elefant existiert noch. Man hat unterschiedlich das interpretiert. Es gab eine Begegnung nach dem Kreuz zwischen den Muslimen und Christen. Und da gibt es interessant eine Aussage, dass ich Ihnen vielleicht richtig vorlese, damit ich es nicht falsch zitiere, später von Giovanni Piccadilly Mirandola, der italienische Theologe, Philosoph, sagt, der Araber und der Ägypter sagen dasselbe nicht auf Lateinisch, sie sagen es aber richtig. Die Art und Weise, wie
man über die Wahrheit oder was auch immer. Aber dann Richard Burton, der Reisende in den Orient nach Isfahan und so weiter, sagte, alle Glaube ist falsch, alle Glaube ist wahr. Wahrheit ist der zersprungene Spiegel, zerstreut. Es gibt unterschiedliche Begegnungen. Raimundus Lullus ist eine dissozianistische Bewegung, die auch in der Aufklärungszeit eine Debatte hervorgerufen hat zwischen Lessing und Leibniz und alle anderen. Und dann kamen plötzlich die Muslime im Gespräch und eine hat den anderen vorgeworfen, sie waren alles in Begegnungen, im Gespräch miteinander, trotzdem sich auseinandergesetzt. Manchmal kann auch Dialog so sein, dass man nebeneinander sitzt, wie die drei Blinden, die einen Elefanten anfassen und jeder redet von seiner eigenen Wahrheit, und ohne dass man voneinander etwas lernt oder auf einen zugeht. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, Dialog bedeutet für mich auch das Risiko auf mich zu nehmen, anders zu denken, meine Wahrheitsdenken zu korrigieren, bedeutet für mich Perspektivwechsel. Das sind die Voraussetzungen, die wir auch haben. Sie haben ja schon bereits über die Vielschichtigkeit gesprochen. Wir haben Differenzen, wir haben Unterschiede. Auch diese Vielschichtigkeit als Leitprinzip zu akzeptieren, dass wir unterschiedlich sind. Ich nehme mit, ja. Begegnung ist Risiko. Dialog ist Begegnung, aber Begegnung ist Risiko. Das heißt, welche Aufgabe stellt es denn an Ihre jeweilige Religionsgemeinschaft, sich zu öffnen für diesen Dialog? Und wenn Sie es als Risiko benennen, welche Chancen birgt es denn aber auch? Wenn wir das vielleicht nochmal uns genauer anschauen. Frau Clemens, ich richte die Frage mal wieder an Sie. Ja, Risiko ist zunächst mal für mich ein positiv besetzter Begriff, vor dem ich keine Angst habe, weil Risiko bedeutet auch, ich kann etwas lernen, ich begebe mich vom Bekannten zum Unbekannten und das setzt eine Offenheit voraus, wo ich das Ergebnis nicht kenne. Und da, wo ich das gewagt habe, habe ich wirklich unheimlich viel gelernt. Und manchmal ist auch das, was unterschiedlich erscheint, dann doch das, was einen verbindet. Und das, was einen verbindet, wird dann zu dem, was einen unterscheidet. Also das bedeutet auch Offenheit für Überraschungen. Also ich kann Herrn Rajapur da nur zustimmen, dass das im Dialog das tatsächlich bedeutet, dass eigene Sicherheiten in Frage gestellt werden, dass es bedeutet, in einen Lernprozess einzutreten und dass man dabei auch verändert wird. Also ich kann sagen, auch aus meiner Perspektive, dass es mein eigenes Christsein, meine eigene Identität verändert hat, in das Gespräch mit Menschen anderen Glaubens zu gehen. Es hat mich sehr bereichert. Für die Christinnen und Christen war es absolut notwendig, vor allen Dingen der jüdisch-christliche Dialog, der musste die Christen verändern. Denn das, was sie über Jahrhunderte vertreten haben, insbesondere gegenüber Jüdinnen und Juden, hat eben dazu geführt, zu dem geführt, was wir jedes Jahr bedenken. Die Shoah war nicht denkbar ohne das, was Christinnen und Christen über Jahrhunderte geglaubt und vertreten haben. Die Auseinandersetzung mit meiner eigenen Tradition, Martin Luther, war da sehr, sehr wichtig, der ja mit dazu beigetragen hat, den Hass gegenüber Juden weiter zu tradieren. Das musste sich ändern. Deswegen ist der jüdisch-christliche Dialog sehr wichtig, aber die Geschichte zwischen Christen und Muslimen ist auch kompliziert. Deswegen ist auch dieser Dialog wichtig, bedeutet Risiko eben zu hören, wie sehen andere uns, wie sehen wir sie. Also ich finde, Risiko ist nicht Schlechtes, sondern etwas Positives, solange wir mit entsprechenden Absichten aufeinander zugehen. Also es braucht natürlich einen Respekt, auch den anderen in seinem Anderssein zu akzeptieren und ihn nicht missionarisch überwältigen zu wollen. Dazu braucht es ein gewisses Setting, damit es möglich ist. Aber das bedeutet, da wo es gelingt, eine unglaubliche Bereicherung. Das heißt aber auch, es braucht die Bereitschaft, überhaupt sich in diesen Prozess hineinzubegeben. Ich höre raus, es bedeutet eigene Reflexion, auch die Bereitschaft, eigenes aufzugeben, eine kritische Auseinandersetzung mit eigenen Traditionslinien, mit dem eigenen Glauben, was ja auch etwas sehr Individuelles ist.
Herr Neumann, wie schafft man das? Also wir sprachen gerade schon darüber, dass es sehr individuell ist, jeder auch seine eigene Religion, seinen eigenen Glauben oder dass Sie hier ja auch für sich sprechen, aber gleichzeitig jetzt auch geladen sind hier als VertreterInnen für Ihre jeweiligen Religionsbereitschaften. Wie schafft man denn eine Bereitschaft für den Dialog in der eigenen Religionsgemeinschaft, wenn wir das mal mit Leben füllen können hier? Das schafft man nur mit großem Einsatz und unter Überwindung erheblicher Hürden. Ich kann Herrn Hayatpour da recht geben. Es gilt natürlich für das Judentum das Gleiche, was auch für den Islam gilt. Das Judentum ist unheimlich komplex, ist, wie man heute so schön sagt, divers und sehr pluralistisch. Und deshalb kann ich natürlich nicht für mich in Anspruch nehmen, für alle Juden zu sprechen. Wahrscheinlich spreche ich sogar nur für sehr wenige. Wir sind sehr streitlustig und deshalb wird es eine Reihe von Menschen geben, die mir sofort widersprechen bei jedem Satz, den ich heute hier sage. Aber ich glaube, dass die große Schwierigkeit für uns Juden vor allem darin liegt, sich dem Dialog zu öffnen und diesen auch mit Engagement zu betreiben, dass die Geschichte und das schwierige Verhältnis zu Christentum und Islam uns da eine ganze Reihe von Steinen in den Weg legt. Ilona Clemens hat das eben schon angedeutet. Wenn man aus einer geschichtlichen Perspektive die letzten 2000 Jahre beleuchtet und berücksichtigt, wie viel Schmerzen Juden zu ertragen hatten, weil sie von Christen diskriminiert wurden, mit allen möglichen Vorurteilen belegt worden sind und über Jahrhunderte hinweg verfolgt, vertrieben, zwangskonvertiert etc. worden sind, bis hin zu dem Holocaust, der natürlich kein christliches Verbrechen war, der aber, wie Ilona Clemens das schon sagte, ohne die Theologie von Luther und ohne die Vorbereitung dessen, worauf dann die Nazis gründeten, nicht möglich gewesen wäre. So, aus dieser Situation, aus dieser Perspektive, aus dieser Defensive heraus, jetzt die Bereitschaft zu entwickeln, Christen abzunehmen, dass sie sich nach so langer Zeit geändert haben, dass die ausgestreckte Hand ernst gemeint ist, ist ein unglaublich großer Schritt. Es gibt eine ganze Reihe von Ereignissen, die uns da entsprechende Zuversicht haben schöpfen lassen. Ob das jetzt Nostra Aetate war und die Abkehr der katholischen Kirche oder ob es die Verlautbarungen der evangelischen Kirche waren, die ganz klar gemacht haben, dass man sich von den früheren Doktrinen und Dogmen verabschiedet hat und auch hart und energisch an sich selbst arbeitet. Aber es ist doch mit der Geschichte, die wir sozusagen in einem Rucksack mit uns tragen, nicht so leicht, nach so einer langen Leidensgeschichte, nun das Vertrauen zu fassen, um sich zu öffnen. Und ich glaube, das ist für uns das größte Hindernis, was es auch gibt. Ja, also auch die Zurückhaltung bei vielen, die sagen, seid ihr euch sicher, dass das nicht eine Scharade ist? Seid ihr euch sicher, dass ihr wirklich vertrauen könnt, dass euer Vertrauensvorschuss am Ende auch gerechtfertigt ist und ihr nicht am Ende wieder in eine Falle lauft? Mit dem Islam verhält sich das etwas anders. Auch die Geschichte mit, also die islamisch-jüdische Geschichte ist nicht ganz unproblematisch. Es gab sehr positive Phasen, es gab sehr negative Phasen, ist aber vor allen Dingen schwer belastet durch die aktuelle politische Situation in Nahost, die eigentlich mit der Geschichte als solcher nicht unbedingt etwas zu tun hat, sondern nur mit der jüngeren Geschichte, die aber trotzdem in Gesprächen, im Dialog mit islamischen Vertretern oftmals wie so ein Elefant im Raum ist. Also es gibt vieles, was uns den Dialog mit dem Islam viel leichter macht als mit dem Christentum, weil es theologisch viel weniger gibt, was uns trennt. Auf der anderen Seite gibt es bei dem Christentum eine breite Wertebasis, die aus dem Judentum entstand und uns da eine gewisse Ähnlichkeit mitgibt. Und insofern haben Juden also auf beiden Seiten gewisse Zurückhaltungen und gewisse Schwierigkeiten, sich dem Dialog jetzt vollständig und voll bereitwillig zu öffnen. Menschen wie ich, die das tun, die geraten unter Umständen auch in der eigenen Community unter Druck,
müssen dafür streiten und darüber auch diskutieren. Und das auch völlig zu Recht. Ich finde das vollkommen richtig und ich verurteile das keineswegs. Aber ich sagte das schon, ich halte das für einen enorm wichtigen Weg und ich halte es auch für den einzig gangbaren Weg, um einen gemeinsamen Weg in die Zukunft gehen zu können. Ich sehe keine andere Alternative als den Dialog. Auch wenn das Risiko darin besteht, dass er am Ende von einer Elitendiskussion oder von einer Repräsentantendiskussion nicht den Weg in die Basis zurückfindet, sondern sich auf der Bergspitze abspielt und eigentlich zu wenig Menschen beeinflusst, die an der Basis sind. Aber das ist letztendlich sozusagen unsere Aufgabe, diese Herausforderung in den Dialog hinein und aus dem Dialog heraus. Und der stelle ich mich gerne. Ja, danke für diesen Einblick. Ein Teil Ihrer Ausführungen führt uns im Grunde schon ganz tief in Huntingtons Thesen rein. Von daher würde ich jetzt einen Schwenk mal in diese Richtung machen. Sie führen aus, dass das christlich-muslimische Verhältnis durch die Situation in Nahost vor allem belastet ist. Huntington stellt ja die These auf, dass oder das größte Gefährdungspotenzial in seiner These des Kampfes der Kulturen, dass vor allem der Islam, der also unterschreibt oder suggeriert dem Islam ein Demokratiedefizit und Aggressivität und stellt quasi den Westen, den demokratischen Westen, dem undemokratischen Islam gegenüber, was ja in der Gegenüberstellung an sich schon irgendwie ein Problem ist. Herr Hajatpour, was glauben Sie, was hat diese These Huntingtons, was hat das vielleicht für eine Wirkmacht entfaltet für den Dialog zwischen Islam und Christentum hier bei uns in Deutschland? Ich glaube, diese These ist schon längst jetzt veraltet und wir sind vollkommen in einer anderen Zeit. Wenn man Amr Tashin Identitätsfalle liest, wenn man andere Debatten liest, dass die Konflikte kann man jetzt nicht mehr auf Religion reduzieren. Vor 18. Jahrhundert, ja. Das waren die Konflikte zwischen den Religionen und religiösen Vorstellungen. Also die Religion war das. Nun gibt es Konflikte zwischen Moderne und zwischen Wissenschaft und religiösen Wahrheiten oder religiösen Verständnissen. Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen irgendwelchen Orthodoxen in Amerika mit irgendwelchen Orthodoxen in Iran zum Beispiel, bezüglich der darwinistischen Theorie zum Beispiel. Können wir nur ein paar Beispiele nennen. Es gibt Gemeinsamkeiten vielleicht zwischen einigen Vorstellungen, die manche Zeugnisse Jehovas oder wer auch immer, christliche Minderheiten da und dort mit irgendwelchen Gruppen aus einer anderen Welt. Das heißt, diese Auseinandersetzungen oder diese Begegnungen oder diese Unterschiede könnte man so in dieser Form verstehen. Für mich ist, wenn ich jetzt hier bei Kampf der Kulturen, handelt es sich daher nicht um einen Kampf des kulturellen Blocks für mich, zwischen Westen und Osten, der Orient und Osten, der Nord und Süden, sondern das ist eine ständige Auseinandersetzung zwischen antagonistischen und exklusivistischen Identitätskollektivismus. Das ist für mich der, das heißt, wenn wir kulturrassistisch debattieren, wenn eine Kultur besonders Gewicht bekommt, weil wir die Vielfalt akzeptieren, oder hegemoniale geführte Wertedebatte, was uns auch gerade auch verbinden könnte. Und wir haben nicht nur Probleme mit den religiösen oder unterschiedlichen religiösen Vorstellungen, sondern wir müssen auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts und in Zukunft eingehen. Es gab eine Zeit, und ich will jetzt Ihnen ein Zitat lesen von einem iranischen Intellektuellen, der heute vollkommen anders denkt. Er hatte vor der Revolution im Iran hatte kritisiert, weil er beharrt auf die eigene Identität und kritisierte die Muslime, die damals angefangen haben mit dem modernen, mit Karl Marx oder modernen Vokabularen ihre Religion zu verteidigen und zu betonen, ihre Wahrhaftigkeit. Sagt, wenn ein Geistlicher auf die Kanzel zum Beweis der unvergleichlichen Bedeutsamkeit die koranische Verse Marx und Freud zu Hilfe nimmt, wenn die Demokratie und der Islam zu Waageschalen eine Waage werden, wenn das Gebet zum Sport
die Reinigung zur Hygiene und das Fasten zur Diät reduziert wird, sehen wir etwas von den trivialen Formen der Verwestlichung, und davon gibt es in unserem alltäglichen Leben viele. Genau derselbe Mann hat 20 Jahre später ganz in harter Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur, mit der eigenen Religion, nach der Erfahrung mit der Islamischen Republik, was im Iran passiert ist. Und heute, wenn wir die Geschichte betrachten, was das vor der Islamischen Republik, was jetzt stattfindet, gibt es eine enorme Debatte, Dialog der Kulturen, Dialog der Religionen, selbst auch wenn sie es heucheln in gewisser Weise, aber die Islamische Republik, von der Botschaft hier, immer wieder wird an mich mit mir kontaktiert, und wir wollen ja hier Dialog betreiben, wir wollen austauschen, was sie im Westen zum Beispiel über den Schiismus gedacht wird, geforscht wird. Und also es gibt diese Bereitschaft, erstmal zumindest, dass man miteinander zusammensetzt und redet erstmal. Und ich denke, dass es aber eine wichtige Notwendigkeit ist, dass wir nicht auf diese negative These von Huntington uns konzentrieren, sondern eher auf die positive Thesen, die auch viele gibt, konzentrieren, und dass wir, weil wir eine gemeinsame Zukunft haben, weil wir müssen auch unsere Planet Erde, unsere blaue Planet Erde, so viele andere Themen uns beschäftigen, die unser gemeinsames Leben hier für unser gemeinsames Leben von Bedeutung ist, ob die Klima ist, Bioethik, generell Ethik, was uns gemeinsam verbindet, wie können wir unser Leben besser gestalten, und dass wir aus dieser Identitätsfalle rauskommen. Ja? Das ist dieser Teufelskreis, der ständig wird neu aufgebaut und immer wieder über dasselbe Thema geredet. Und ich würde sagen, wir müssen einfach die Debatte ändern. Ja? Wir müssen die Aufmerksamkeit lenken woanders. Das wäre für mich ein Schritt. Und natürlich ist es ein mühsamer Schritt. Probleme gibt es innerhalb der Gemeinschaft, aber auch mit den anderen. Aber wir müssen es wagen. Genau das meine ich mit dem Risiko. Mhm. Frau Clemens, Sie möchten darauf reagieren. Ich würde gerne darauf reagieren. Ich stimme Ihnen in allem zu. Ne? Also ich denke, die Kritik an Huntington ist klar. Nichtsdestotrotz, in meiner Arbeit hier vor allen Dingen in Frankfurt, also meine Stelle wurde ja eingerichtet, weil der Dialog eben nicht selbstverständlich war, weil man gesagt hat, es braucht jemanden, der Kontakte knüpft, der Begegnungen ermöglicht, weil diese Thesen so wirkmächtig sind. Sie haben Einfluss auf Menschen im Alltag. Ich habe das in meiner eigenen Familie, im Bekanntenkreis erlebt, die immer gesagt haben, was machst du da, wie ist das denn mit den Muslimen, hast du da keine Angst, wenn du da hingehst? Also wir müssen ja ganz einfache Ängste und Vorurteile auch angehen. Da können wir noch so intellektuell über diese Thesen diskutieren. Sie sind sehr wirkmächtig, und ich sage mal so, bis 2010, also ich habe 2003 angefangen, bis 2010 war ich auch sehr hoffnungsvoll, und hier in Frankfurt lief alles wunderbar und toll. Wir hatten tolle Projekte, der Rat der Religion hatte gerade angefangen, und dann erschien ein Buch, das den gesellschaftlichen Diskurs völlig vergiftet hat bis heute. Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Ein Millionen-Bestseller, der hat einen rassistischen, also wirklich, der hat den Diskurs hier vergiftet bis heute. Es wirkt bis heute nach, dass wir so selbstverständlich rassistische Begriffe und so weiter, dass wir so eine spalterische Entwicklung auch in der Gesellschaft haben, hat damit, aus meiner Erfahrung, damit begonnen. Und an Huntington denkt dann schon keiner mehr, aber Sarrazin ist nach wie vor sehr wirkmächtig. Und dagegen müssen wir ankämpfen, ne? Weil diese gesellschaftliche Spaltung, die jetzt auch unter Corona zugenommen hat, wenn man sich nicht begegnen kann, dann blühen die Verschwörungsmythen, dass die im Kern alle antisemitisch sind, erleben wir auch, ne? Und natürlich werden dann auch Muslime als zum Feindbild stilisiert. Das fing spätestens mit dem 11. September an. Ich weiß noch, dass ich damals Gemeindepfarrerin war und auch sofort angefangen habe, Begegnungen mit Muslimen zu organisieren, weil ich wirklich die Befürchtung hatte, wenn wir da nichts tun,
werden wir eine Welle von Diskriminierung auch bis hin zu Gewalt gegenüber Menschen muslimischen Glaubens erleben. Und ich habe hier viele Debatten auch in Frankfurt erlebt, im Baum der Moscheen und so weiter, weil Menschen einfach Angst hatten vor Terrorismus. Ich weiß noch, ich habe einmal eine Begegnung organisiert, da sagte eine Frau, ja, Sie wollen uns da mitnehmen in die Moschee, wie wollen Sie denn garantieren, dass wir da nicht in die Luft gesprengt werden? Also solche Dinge waren da im Kopf. Das, ne, man lächelt darüber, aber das war die Realität. Und ich glaube, das wirkt bis heute fort. Ne? Da nutzen so die intellektuelle Auseinandersetzung ist wichtig. Aber was wir wirklich überwinden müssen, sind diese Ängste und Vorurteile, die da bestehen. Denn das ist tatsächlich einem friedlichen Miteinander in Vielfalt, auch im Blick auf das, was die Menschheit heute an Herausforderungen zu bewältigen hat. Das können wir nur gemeinsam, nicht indem wir uns auseinanderdividieren lassen. Aber sozusagen in dieser Basisarbeit müssen wir dranbleiben und Begegnungen, Gespräche immer wieder ermöglichen. Herr Neumann hat es gesagt, es ist mühsam, auch in der eigenen Community. Ich komme nun aus der christlichen Community, in Anführungszeichen, die es gewohnt war, auch traditionell die Mehrheit zu sein. Eine gewisse Dominanz, Verständnis und auch Verhalten auch an den Tag legt. Und auch in der Gründungsphase des Rates der Religion war es nicht selbstverständlich, dass die Kirchen sich einfach so ins Verhältnis gesetzt haben mit dieser Vielfalt. Da gab es auch bis auch in Leitungsebenen durchaus auch Vorbehalte gegenüber solchen Projekten, die diese Vielfalt endlich ernst genommen haben, ne, und gesagt haben, jenseits der Zahlen, die Gesellschaft sieht so aus, wir sind fältig, wir müssen damit leben und versuchen, Gemeinsames zu suchen und uns einzusetzen. Also wie gesagt, ich wollte damit nur sagen, die Thesen sind sehr kritikwürdig, aber sie wirken. Und gegen diese Wirkung hilft der Dialog aus meiner Erfahrung, egal wie mühsam er ist alternativlos. Sie haben die Hand gehoben und möchten direkt wiederum darauf reagieren. Ja, gerne. Also ich bin Ihre Meinung, Frau Clemens, ich bin Ihre Meinung, die wirkmächtige, die Thesen, die auch bis jetzt sowohl der Huntington als auch der Sarrazin, was die unterschiedlich geprägt war, warum dieses Buch geschrieben wurde und welche Situation dieses Buch geschrieben wurde. Aber es kann ein noch schlimmeres Buch kommen. Wir wissen, das gibt es immer Situationen, wo einer das nutzen kann und gesellschaftlich auch sich durchsetzen kann. Das geht. Ich würde eher sagen, man kann solche Dinge, natürlich, auf jeden Fall Dialog muss fortgesetzt werden, aber man sollte solche Thesen, diese Wirkmächtigkeit auch dadurch entziehen, dass man auch einen Gegendiskurs einführt. Genau das Gegenteil. Und das wäre dann vielleicht das, was Foucault meint, dass es innerhalb einer Gemeinschaft gibt es ja nicht nur einen Diskurs, man kann mehrere Diskurs parallel stattfinden. Und das findet auch in der Geschlechterkampf ist genauso, in der Debatte zum Gender ist genauso und überall ist das gleich. Selbst wir innerhalb unserer sozusagen islamische Welt, müssen wir auch kämpfen, müssen wir auch Dialoge betreiben. Es ist nicht so einfach. Sobald man anders denkt, sofort werden wir gestempelt in irgendeiner Form und einer Weise. Hier, islamisch-religiöse Studien. Ich habe Lehrstuhl für die systematische Theologie. Glauben Sie, dass wir es so einfach haben? Wir haben überhaupt nicht einfach. Wir müssen erstmal die Universität überzeugen. Dann die Leute, die sowieso skeptisch sind, dass überhaupt so eine islamisch-religiöse Studie überhaupt eingeführt werden sollte. Dann müssen wir Leute, die wie die AfD, die vielleicht zwar, sie mögen angeblich den Herrn Hajjapur, weil er kritisch ist, aber trotzdem, sie sagen, so viele Millionen Geld hier wird verschwendet, für was überhaupt? Ne? Also es gibt diese Auseinandersetzung. Wir müssen kämpfen auf verschiedenen Fronten und dann sind wir ja Theologen, also wir sind keine richtigen Islamkenner, weil die Islamwissenschaftler wieder, weil ich auch die studiert habe, die werden in der Sie verstehen den Islam ja besser, sozusagen, weil wir sind ja Subjekte mit den westlichen Mitteln, mit modernen Mitteln, können wir den Inhalt des Islam besser analysieren als diejenigen, die innerhalb des Islams sind. Ne? So diese Subjektivität zu sagen und von außen betrachtet, wo auch von dem Edward Said kritisiert wurde, dieser Okzidentalismus und Orientalismus-Debatte, die Sie jetzt kennen.
Man würde ja das wieder umdrehen, also dann machen wir das Gleiche und so weiter. Ich meine, ständig in eine Konflikt. Ich denke, auf jeden Fall, das ist alles wichtig und wichtig. Wir müssen trotzdem einen Weg finden. Und das ist so wichtig, dass diese Bereitschaft, dass sobald ein Buch wie Sarrazins Buch veröffentlicht wird, er hat übrigens mich zitiert in diesem Buch, ne? Aufgrund meiner Biografie, aufgrund meiner paar anderen Aussagen, hat er zitiert, mich als Unterstützung für seine These verwendet, wo ich damit mich nicht identifizieren kann. Das ist, und wir müssen diese Bereitschaft, die existiert, so wie Antisemitismus. Immer wieder, obwohl ich schon gereist bin, wie es schon seit vielen, vielen Jahren gibt es eine Überverarbeitung der Vergangenheit, der Geschichte, aber es gibt immer noch was. So, wie können wir schaffen, eine Gemeinschaft auch mit Kindern, damit diese Bereitschaft nicht mehr existiert, wenn ein so ein Buch veröffentlicht wird, dass er nicht plötzlich 30% der Bevölkerung auf einmal sagen, ja, genau so ist es, der Islam ist so schlimm. Ich höre daraus, dass der Dialog, die Begegnung zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen dazu dient, Stereotype zu überwinden, eigene, aber auch in der Begegnung miteinander durch das Kennenlernen. Ist das aber nicht eigentlich eine gesellschaftspolitische Aufgabe? Herr Neumann, vielleicht können Sie sagen, was wäre denn das Spezifische daran, was religiöse Menschen dazu beitragen können, was über das hinausgeht, was Gesellschaftspolitik, Demokratie lernen und so weiter tun kann? Also es ist sicher eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Das entbindet uns als Religion ja aber nicht davon, unseren Teil beizutragen, indem wir der Begegnung Vorschub leisten. Wobei es dabei, das muss man auch berücksichtigen, mitunter ganz praktische Probleme gibt. Es gibt eine große Anzahl von Christen in Deutschland. Es gibt eine nicht unerhebliche Anzahl von Muslimen in Deutschland. Manche religiös, manche aber auch überhaupt nicht. Und dann gibt es 100.000 Juden in Deutschland, 90% davon säkular bis irgendwie so leicht religiös und dann ein paar andere, die religiöser sind, bis hin zur Ultraorthodoxie. Also wem wollen Sie da am Ende begegnen und wen schicken Sie in einen interreligiösen Trialog rein? Den Säkularen, der Ihnen eigentlich überhaupt nichts von seiner eigenen Religion, von seinen Fundamenten und seiner Geschichte erzählen kann? Und der natürlich die Arme öffnet und sagt, das sind Religionen sowieso im Grunde genommen egal und insofern können wir alle miteinander Polka tanzen. Oder schicken Sie den Orthodoxen in so eine Runde hinein, der natürlich auch mit seinen eigenen Theologien zu kämpfen und zu ringen hat und deshalb viel größere Schwierigkeiten hat, um überhaupt mal diese Schritte zu gehen. Insofern ist es beachtlich, dass in den letzten Jahrzehnten nicht nur die katholische, die evangelische Kirche große Schritte Richtung Judentum unternommen haben, sondern dass auch beispielsweise die orthodoxe Rabbinerkonferenz entsprechende Schritte gegenüber dem Christentum unternommen hat. Und das sind Momente, die viel elementarer sind, zumindest auf dieser Spitzenebene, die viel bedeutsamer sind, als wenn ein Säkularer oder wenn ein Reformjude sozusagen diese Erklärungen tätigt, weil es dem viel einfacher fällt, weil er viel weniger verhaftet ist in den eigenen Traditionen und der eigenen Religion. Inwieweit wir wirklich in der Lage sind, fundamentale Veränderungen herbeizuführen, das weiß ich nicht. Also diese Diskussionen, die wir führen, Huntingtons Theorien, die Frage über die islamische Welt, die Demokratisierung der islamischen Welt oder mögliche Demokratiedefizite in der islamischen Welt, Aggressivität verankert im Islam oder nicht im Islam, ich habe manchmal das Gefühl, dass das einfach über unsere Fähigkeiten weit hinausgeht. Einerseits, weil uns oftmals die Kenntnisse und die Erfahrungen fehlen, um das wirklich beurteilen zu können. Wir können es nur als Außenstehende beurteilen und können uns da eine entsprechende Meinung bilden. Und andererseits, weil wir oft gar nicht so weit in die Tiefe gehen, auch nicht so weit in die Tiefe, was das Religiöse und was die religiösen Schriften angeht, sondern wir bewegen uns oftmals auf einem ganz anderen Niveau. Wir sprachen vorhin schon über die Begegnungen, über das Kennenlernen, gemeinsame Aktivitäten zu entwickeln, gemeinsam zu versuchen, politisch zu wirken, um in die Gesellschaft hineinzuarbeiten. Das ist das, was wir, glaube ich, erreichen können. Aber zu glauben, wir könnten sozusagen die Nahostpolitik verändern oder die Frage, wie der Westen und die islamische Welt nach Huntington
miteinander umgehen sollten. Das ist ein bisschen zu groß, das Rad, als dass ich jetzt mich dazu äußern wollen würde. Ja, ich finde, was wir tun können, ist in unserem direkten Umfeld, mit den Menschen, mit denen wir es direkt zu tun haben, in unserer Umgebung, in unserer Stadt, möglicherweise auch in unserem Bundesland zu arbeiten. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist zumindest für mich persönlich schon eine Nummer zu groß. Was nicht heißt, dass es nicht Visionäre geben muss, die sich daran zu schaffen machen, aber ich gehöre jedenfalls nicht dazu. Ja, ich finde es auch sehr wichtig, sich genau zu überlegen, welche Wirkung man wirklich erzielen kann. Ne? Also ich rede jetzt mal von dem Projekt, das ich mit dir angestoßen habe in Frankfurt, den Rat der Religionen. Da war ganz klar, die Wirkung soll sich auf städtischer Ebene entfalten und nicht darüber hinaus. Wenn der Rat der Religionen sich zu etwas äußert, dann nur, wenn es etwas mit Religion zu tun hat oder mit der Stadt Frankfurt. Was tatsächlich dann aber trotzdem oft dazu geführt hat, dass wir trotzdem zu weltpolitischen Fragen gefragt wurden, was uns auch in Schwierigkeiten geführt hat, aber wie auch immer, ich glaube, das ist sehr wichtig, die eigenen Grenzen auch zu kennen. Ne? Wir werden nicht die Welt verbessern und retten, sondern wir können nur da agieren, wo wir wirklich Einfluss haben. Und Sie haben nach der gesellschaftspolitischen Aufgabe gefragt. Die Räte der Religionen haben sich alle in der Regel eine gesellschaftspolitische Aufgabe gegeben. Also weniger über Theologie zu reden, sondern tatsächlich, was können wir gemeinsam für den Zusammenhalt in einer Stadtgesellschaft tun? Füreinander einstehen. Wenn einer angegriffen wird, stellen wir uns an seine Seite und sind damit Vorbild auch für die Menschen im Alltag. Deswegen sind solche organisierten Dialoge oder auch Repräsentanzdialoge wichtig. Sie dürfen nicht, dabei darf es nicht bleiben, es muss natürlich auch an der Basis weitergeführt werden, aber diese Repräsentanzdialoge sind wichtig, dieses Füreinander einstehen, klare Positionen beziehen, ganz, ganz wichtig. Ne? Also ich habe ja vorhin schon mal, weil es mir nicht aus dem Kopf geht, dieses Video von Gil Ofarim in diesem Hotel in Leipzig. Es ist schlimm, was ihm passiert ist von diesem Angestellten, der ihn diskriminiert hat, weil er den Davidstern trug. Was ich noch schlimmer finde, ist, dass offensichtlich niemand für ihn eingestanden ist. Wie kann es sein, dass niemand gesagt hat, hier, stopp, das geht nicht. Ne? Das finde ich noch viel schlimmer. Das darf eigentlich nicht mehr passieren. Und es hätte denjenigen auch gar nichts gekostet, würde ich sagen. Wir leben nicht mehr in Zeiten, wo das lebensbedrohlich war, sich für andere einzusetzen. Wir leben in einem Land, wo das möglich ist und Leute tun es nicht. Ich finde das unglaublich skandalös. Und da müssen auch Religionsgemeinschaften ganz klar auftreten und sagen, das ist nicht akzeptabel. Habt keine Angst, das ist wichtig, denn in der gleichen Situation, wenn ich bedroht bin, möchte ich auch, dass jemand für mich einsteht. Und da gibt es noch ganz viel zu tun. Deswegen hat es mich so entsetzt, das zu sehen. Ich denke, für viele jüdische Menschen ist das Alltag. Er ist damit an die Öffentlichkeit gegangen. Aber dass es immer und immer wieder passiert, dass niemand für jemanden einsteht, ne? Das ist doch das Allermindeste, was man erwarten kann. Ne? Also dafür müssen Religionsgemeinschaften einstehen. Und die Vertreterinnen und Vertreter vor allen Dingen. Und es ist gut, dass sie es tun. Herr Neumann, gerne direkt dazu. Ja, ich möchte vielleicht ergänzen, dass das genau auch ein Handlungsfeld ist, was ich auch nochmal betonen möchte. Das können die Räte der Religionen sein, das können interreligiöse Foren sein. Es gibt aber auch noch andere Ebenen. Wir haben das versucht, gemeinsam mit dem Generalsekretär des Zentralrats der Muslime, Abdi Al-Yassidi, mit Jürgen Miksch von der Stiftung gegen Rassismus, toll. Und meiner Wenigkeit ein Projekt aus dem Boden zu stampfen, das sich Schulter an Schulter nennt. Mir ist durchaus bewusst, dass allein die Tatsache, dass man einen muslimischen Verbandsvertreter dabei hat, bei vielen schon wieder Kritik hervorruft, weil man dann schon wieder in eine Gemengelage gerät, in der man vorgeworfen bekommt, man würde muslimische, traditionelle oder konservative Verbände legitimieren. Aber das ist mir in dem Moment ehrlich gesagt egal. Es ist in jedem Fall ein Projekt, bei dem wir uns dafür einsetzen, dass bei gewalttätigen Übergriffen auf Muslime, auf Juden, auf andere gesellschaftliche Energien freigesetzt werden, die sich auf die Opfer konzentrieren und die deutlich machen, dass man ihnen zur Seite steht und dass es einem nicht egal ist, was da passiert. Also äquivalent zu dem, was gestern dann passiert ist nach Gil Ofarim,
einige hundert, vielleicht waren es auch weniger, die auf die Straße gegangen sind und direkt demonstriert haben. Und das ist ein Element, was uns unheimlich wichtig ist. Also nicht die Fokussierung auf die Täter und nicht der große Aufschrei, wie rechtsextrem oder wie islamophob oder sonst was unsere Gesellschaft ist, sondern der Fokus auf die Menschen, die betroffen sind und die Hilfestellung durch andere Menschen vor Ort, die in dem Moment dann die Initiative ergreifen, mit unserer Unterstützung, vielleicht auch motiviert und mit Hilfe von dieser Organisation Schulter an Schulter, diese Menschen sozusagen ein Stück weit zu tragen und ihnen zu sagen, wir sehen das, was da passiert ist, wir stehen an eurer Seite, wir wollen das nicht und wir werden euch helfen, dagegen vorzugehen. Wir werden an eurer Seite stehen, um sowas nicht zuzulassen. Ich glaube, das sind auch ganz elementare Engagements, die notwendig sind und die in dem Fall religiös getragen sind. Also getragen von einem Moslem, von einem Juden und von einem Christen, auch aus dem Verständnis ihrer eigenen Religionen heraus. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen nicht reine Weltverbesserer sein und jetzt jeden Fall von Gewalt gegen irgendjemanden in den Fokus nehmen, sondern es geht uns explizit darum, hier als Religionsvertreter, als Mitglieder unserer eigenen Religion, sich um diese gesellschaftlichen Fehlentwicklungen und gegen diese Übergriffe zu wehren und Menschen dabei zu unterstützen, die Aufmerksamkeit und die Empathie zu bekommen, die ihnen nach so einem Vorfall auch zustehen. Ja, vielen Dank. Ich würde an der Stelle, möchten Sie noch was dazu sagen? Ja, gerne. Ja, es ist schade, ne? Ich hätte Sie gerne lieber hier, um direkt immer reagieren zu können. Also was du gesagt hast, Daniel, zu dem Generalsekretär des Zentralrats der Muslime, das ist so ein Fall, dass ihm gegenüber, weil wir ihn beide gut kennen, er wird dann eben nur nicht als Individuum wahrgenommen, sondern nur als Vertreter der Muslime und wird dadurch schon diskreditiert, ne? Deshalb sage ich, das muss überwunden werden, ne? Man kann an Verbänden viel kritisieren und so weiter, aber wenn ein Mensch sich einsetzt, sich ehrlich einsetzt, dann muss ich das ernst nehmen, dann habe ich das ernst zu nehmen und zu sehen, was er leistet damit. Und das ist eben auch wichtig in der Begegnung, dass man absieht von irgendwelchen Zuschreibungen, ne, die eben dazu führen, dass dieser Mensch gar keine Chance hat. Deswegen wollte ich das jetzt nochmal aufgreifen, weil mir das auch begegnet, ne? Auch im christlich-jüdischen Bereich Vorbehalt gegenüber Muslimen zu überwinden, halte ich auch für sehr wichtig. Ich habe mich entschieden, jetzt schwerpunktmäßig christlich-jüdischen Dialog mit anderen voranzubringen, aber wir wollen auch den Blick erweitern auf den Trialog, ne, weil wir sagen, die Gesellschaft hat sich verändert und auch da müssen wir in uns selbst und mit anderen Vorurteile überwinden und einander beistehen, da wo es notwendig ist, aber auch einen kritischen Diskurs führen, wo es auch nötig ist. Ne, also eine Kultur des Dialogs beinhaltet auch eine Kultur des Konflikts. Konflikte sind ja per se nichts Schlechtes, aber die Art, wie wir damit umgehen, ist eben auch etwas, was wir miteinander entwickeln müssen. Ich möchte an der Stelle unsere Zuhörenden, ZuschauerInnen ganz herzlich einladen, wenn Sie auch Fragen haben, schreiben Sie die gerne in den Chat. So können wir ein bisschen Interaktion hier auch noch mehr mit reinbringen. Während Sie Ihre Fragen formulieren, aber noch eine Frage hier in diese Runde von mir. Wir haben jetzt sehr viel über die persönliche Begegnung gesprochen oder auch persönliche, also den Abbau von eigenen Vorurteilen, Stereotypen und so weiter, dass die Solidarität zusammenstehen der Religion, wenn es Vorkommnisse gibt, wie beispielsweise jetzt gerade gestern in Leipzig. Sehen Sie auch auf der strukturellen Ebene eine Aufgabe, wenn wir schauen, wie unsere Gesellschaft konstituiert ist? Wir haben schon darüber gesprochen, es gibt auch das Mehrheits-Minderheits-Verhältnis, wenn wir zum Beispiel schauen, wie Ferientage, Feiertage oder so organisiert sein. Also strukturelle Fragen der Möglichkeiten, Religionen auszuüben in unserer Gesellschaft. Sehen Sie auch hier eine Aufgabe des Zusammenseins der Religionen, da über Minderheiten- und Mehrheitenverhältnisse zu sprechen? Ich hoffe, meine Frage ist klar, sonst erkläre ich mich nochmal. Entschuldigung, da ist gerade sehr viel los in meinem Kopf. Also würden Sie sagen, dass der interreligiöse Dialog auch eine Aufgabe sein sollte, die die Politik unterstützt?
Habe ich das so verstanden? Ja, genau, ne? Ob das eine Aufgabe sein könnte oder ob es überhaupt als Aufgabe gesehen wird, dass wir beispielsweise, wenn wir an Schulen denken oder an Feiertage, christliche Feiertage ist klar, sie sind frei, muslimische oder jüdische Feiertage, da werden Klausuren geschrieben. Um mal ein einziges Beispiel von strukturellen, sag mal, Möglichkeiten zur Religionsausübung zu besprechen. Würde das auch dazu gehören, zu einem interreligiösen Dialog? Also ich weiß jetzt nur, hier in Frankfurt ist es so, dass es einen Tag der Religion gibt und dass auch der Rat der Religion in Absprache mit der Stadt sozusagen darauf achtet, dass alle religiösen Feiertage auch öffentlich wahrgenommen werden. Ne, dass der Bürgermeister gratuliert zu den Feiertagen, dass er präsent ist. Ne? Es gibt hier das Amt für multikulturelle Angelegenheiten, das diese Prozesse sehr stark unterstützt. Das ist ganz wunderbar, dass sozusagen Religion nicht als Nischengeschehen wahrgenommen wird, sondern wirklich als Teil der Stadtgesellschaft. Obwohl Frankfurt eine sehr starke säkulare Gesellschaft hat und auch stark in der Religionskritik ist, was ich auch völlig in Ordnung finde, aber das stärkt den Zusammenhalt, ne, dass eben diese Vielfalt auch öffentlich wahrgenommen wird. Das würde ich mir auch noch auf Bundesebene noch stärker wünschen. Wir haben jetzt dieses Jahr feiern wir dieses Jubiläum, 1700 Jahre jüdisches Leben. Ich finde, es hat schon einiges bewirkt. Ich würde mir aber doch noch stärker auch eine öffentliche Wahrnehmung von Feiertagen, von Traditionen, auch muslimischen Feiertagen. Es wird langsam, ne? Aber ich glaube, da könnte noch mehr passieren. Wie sehen Sie das, Herr Hajatpour? Ich weiß es nicht, wenn wir nur von den Muslimen und dann von den Juden sprechen. Auch die anderen. Gut, dann können, ja, dann sagen wir, die Feiertage sind irgendwie eingeschränkt. Also wenn wir auch auf alle anderen Minderheiten ihre besondere kulturelle. Ich weiß nicht, ob das auf sozialer Ebene könnte man schon einen Weg finden, aber es ist nicht der sinnvolle Weg, sondern. Diese Begegnungen sind auf verschiedenen Ebenen. Das Soziale wurde schon bereits gesprochen. Politische Ebene, strukturelle, Sie haben schon bereits angesprochen. Innerhalb der Theologen, Intellektuellen sollte auch ja solche Austausch stattfinden. Das heißt auch verschiedene Wege. Alle diese Wege führen dazu, dass wir eine Friedensgemeinschaft haben, dass wir miteinander leben können, auch einander kennenlernen. Und natürlich die Solidarität ist ein wichtiger Aspekt. Die muslimische Rat zum Beispiel repräsentiert nicht alle Muslimen hier in Deutschland. Ne? Es ist zwar mehr oder weniger anerkannt, hat angesprochen und es ist auch gut so, dass sowas gibt, aber es gibt so viele andere kleine Gruppen, Vereine, die auch sogar sich damit auseinandersetzen, dass sie zu wenig finden, dass der Zentralrat der Muslime, was sie auch repräsentiert, wenn die Frau Leiman-Kadow fragen oder Nejla Kelleg oder die alle anderen sagen, nee, das ist nichts, das was uns vertritt, also so ist es nicht. Wir sind noch radikaler, noch emanzipierter oder man muss mal auf verschiedene Ebenen das betrachten und denke ich, man sollte auch mal schauen, wo das sich bewährt hat, was das war, diese Zusammenarbeit Erfolg hat. Also es gibt nicht alle Zusammenarbeiten einen Erfolg hat, wo man sieht, dass man an eine Sackgasse kommt und ein Bändisch oder auf den tauben Ohren oder beziehungsweise es findet nicht wirklich, einen wirklichen Dialog findet nicht statt, wirkliche Begegnung nicht wirklich statt. Und wie gesagt, auf verschiedene Basis, ne? Einfache Menschen, einfache Muslime oder einfach ganz auf eine bestimmte religiöse Ebene, dann kommt auf eine weitere Ebene. Zwischen den Jugendlichen vielleicht, das wäre dann, wo wir auch mehr man arbeiten kann, Jugendarbeit, die miteinander aufhanden zu werden, die sind die Erwachsenen von morgen. Und da soll man auch darauf eingehen, es geht letztendlich, dass wir das Ziel erreichen und das können wir auf verschiedenen Ebenen machen. Ich glaube, Sie hatten sich gerade gemeldet und ich habe es übersehen. Von daher gerne jetzt das Wort an Sie.
Ja, also ich finde es zwar wichtig, dass man sozusagen die Sensibilität erhöht, dass man unterschiedliche Religionen, ihre Bräuche, ihren Lebensalltag sichtbarer macht, um einfach schon Stereotype oder Vorteile, die darauf beruhen, dass man darüber eben überhaupt nichts weiß und irgendwelche kruden Vorstellungen hegt, außer Kraft setzen kann. Das führt aber zumindest aus meiner Sicht nicht so weit, dass wir jetzt beispielsweise jüdische oder muslimische Feiertage bräuchten, um sozusagen sichtbarer zu machen, wie andere Gemeinschaften leben. Ich halte es für wichtig, dass jedes Land auch eine Geschichte hat, eine Ideengeschichte hat, eine Entwicklungsgeschichte hat, die in dem mündet, wo wir heute sind. Das ist bei jedem Land anders, aber Deutschland ist nun mal ein christlich geprägtes Land. Amerika gefällt mir in dem Fall, muss ich zugeben, etwas besser, auf einem christlich-jüdischen Wertefundament fußend, aber trotzdem sich als säkularer Staat verstehend, der allen Religionen die Möglichkeit der Entfaltung gibt. In Deutschland haben wir es mit einem christlich geprägten Land zu tun. Ich kann aber sehr gut damit leben. Ich kann damit leben, dass überwiegend christliche Feiertage gefeiert werden und keine jüdischen. Und ich würde niemals verlangen, jetzt einen jüdischen Feiertag einzuführen. Ganz im Gegenteil. Da mag es andere Stimmen geben, aber ich glaube, die meisten von uns sind uns durchaus bewusst, dass wir eine Minderheit sind. Wir wollen Wertschätzung und Respekt, aber wir verlangen nicht, dass die Mehrheitsgesellschaft sich an unserem Lebensrhythmus orientiert. Und das ist etwas, was mir auch in meiner eigenen Gemeinschaft zuweilen aufstößt. Also einem praktischen Beispiel, ich erinnere mich daran, dass die Bundeskanzlerin, als es um die Frage ging, ob man während Weihnachten die Kirchen öffnet oder nicht, eben diese Diskussion am Thema Weihnachten geführt hat. Weil Weihnachten kurz vor der Tür stand und weil Weihnachten in einem christlich geprägten Land nun mal der elementarste und wichtigste Feiertag ist für die meisten, ob gläubigen oder nichtgläubigen Christen in diesem Land. Und dann gab es aus unserem Kreis, unserer Institution Stimmen, die sich darüber beklagt haben, dass sie nicht in gleicher Weise auf Chanukka rekurriert hat. Also das Lichterfest, was in etwa zur gleichen Zeit mit Weihnachten gefeiert wird. Und ich fand das also grotesk, ja, dass man jetzt erwartet, um sozusagen eine Aufwertung der jüdischen Gemeinschaft zu erreichen, dass sie jetzt sagen muss, also wir fragen uns, ob während Corona, während der Weihnachtszeit und der Chanukka-Zeit Kirchen- und Synagogenbesuche möglich sein müssen. Also das ist eine Überschätzung der eigenen Bedeutung und fast schon eine Hybris, die ich nicht sehe. Aber ich habe es gesagt, ich halte es für wichtig, dass sowohl Politik wie auch Bildungsinstitutionen, Gesellschaft einfach eine Wertschätzung für die unterschiedlichen Gruppierungen, für die unterschiedlichen Lebensrealitäten und die unterschiedlichen Religionen bieten, ohne dabei auf das Recht zu verzichten, diese auch entsprechend zu kritisieren. Weil das würde ich mir auch rausnehmen wollen. Also höre ich da bei Ihnen einen symbolpolitischen Auftrag zumindest raus. Habe ich das richtig so verstanden? Danke. Ich sehe eine Frage jetzt aus dem Publikum, die würde ich natürlich gerne ermöglichen. Eberhard Pausch, könntest du die vortragen? Nein, das war die Aufforderung an die Chat-Teilnehmer, von denen es einige gibt. Sie sollten sich beteiligen an der Diskussion. Keine Frage eingegangen, sondern nur meine Bitte darum, dass solche eingehen mögen. Alles klar, also gerne nochmal die genau, Aufforderung, wenn Sie Fragen haben, dann gerne in den Chat schreiben. Ich habe noch viele Fragen, die werde ich nicht alle stellen können. Aber ich habe ja schon gesagt, wir haben gestern auch viel über den Identitätsbegriff gesprochen im Zusammenhang mit dem Kulturbegriff bei Huntington. Wenn wir jetzt mal schauen auf religiöse Identität oder Identitäten, was glauben Sie, ich weiß gar nicht, an wen ich die Frage richte, mal gucken, wer die Hand hebt, Sie können bestimmt alle was dazu sagen. Religiöse Identität, welche Rolle spielt das in einer heterogenen Migrationsgesellschaft, in der wir leben?
Wir haben ja schon festgestellt, Identitäten sind plural. Wir können sie gar nicht so sehr, ja, man kann sie nicht festlegen. Man kann auch nicht sagen, eine Religionszugehörigkeit formt die Identität eines Menschen. Und trotzdem gibt es Menschen, die sagen, in meiner Religion finde ich auch einen Teil meiner Identität. Welche Bedeutung messen Sie das bei? Soll ich beginnen? Sehr gerne, ja. Also man soll die religiöse Identität nicht so viel Gewicht beimessen. Es gibt, das ist nur eine Identität. Es gibt so viele andere Identitäten. Vor allem in Europa, im Westen, wo wir leben, wo die Gemeinschaft oder diese Hybride aufgrund des sogenannten Multikulturalismus oder die neue postmoderne Gemeinschaft und dass die vor allem jetzt, wir sehen jetzt gerade, sitzen wir unterschiedliche Zugehörigkeiten und im Moment sind wir repräsentiert, einmal jemand den Christen repräsentiert, jemand den Muslimen repräsentiert, jemand den Juden, aber das ist nicht der Fall, sondern man könnte sagen, wir sind ein Aspekt von dieser Repräsentation. Also man soll nicht so viel Gewicht beimessen, sondern man soll auch das eine Identität, eine Form auch zur Kenntnis nehmen, dass die auch gibt. Und dann, wenn man eine Identität über eine andere Identität stellen würde, dann muss man Kriterien dafür anbieten, warum das einer der wichtigen ist. Sondern wir müssen versuchen, auch diese hybride Identitäten, die uns verbinden und gemeinsame Werte. Und da denke ich auch, dass wir nicht nur die Religionen, das sind eine Ebene der Dialoge, sondern aber auch mit der Wissenschaft, mit dem Modernen, mit dem Andersdenkenden, mit dem Atheisten oder was auch immer, was aus dem Fuß sucht. Wir müssen auf verschiedene Ebenen in den Dialog einzugehen, weil es um unser gemeinsames Schicksal, es geht um unsere gemeinsame Zukunft, geht es. Das wäre dann ein Dialog auf verschiedene Perspektive, die jeder auch seine eigene Art der Identität, die sich für die wichtig ist, kann zum Ausdruck bringen, trotzdem nicht die, sozusagen wie lumanische Systemtheorie, die nicht selbstreferenziell ist, das ist so ein kleines Subsystem für sich, eine eigene Welt ist. Wäre das ein Plädoyer dafür, mehr das Gemeinsame zu finden als das Trennende? Richtig. Mhm. Also ich kann hier zum Beispiel eine Anekdote erzählen oder eine Geschichte von Rumi, Jalaluddin Rumi, dem großen Mystiker, den viele kennen. Es gibt einen Dialog zwischen Moses und einem Diener Gottes, der mit Gott spricht und betet und Gott so beschreibt, als würde Gott ein Mensch zu sein. Hat er gesagt, wo bist du, dass ich deine Hände küssen kann, deine Haare kämmen und deine Füße waschen und so weiter. Und der Moses wird verärgert, wieso sprichst du so Gott, als ob er ein Mensch wäre. Gott hat keine Füße und keine Hände und keine Haare. Oh, er wird traurig und sagt, dann habe ich alles falsch gemacht. Ja, das ist falsch. Und dann daraufhin, Gott sprach mit Moses, sagt der Rumi, sagt, was hast du getan? Er sagt, diese Diener war so nah zu mir und du hast ihn entfernt. Dann sagt am Schluss der Rumi, in der Sprache Gottes, sagte Gott zu dem Moses, du bist gekommen, uns zu verbinden und nicht zu trennen. Und genau das ist unsere Aufgabe, zu verbinden. Und diese trennenden Aspekte können wir wahrnehmen, so kennen sie ihn, aber überlegen, was verbindet uns? Und am Ende sind wir alle Menschen mit unterschiedlichen Zugehörigkeiten und unterschiedlichen Geschichten. Ja, ich würde Ihnen an dem Punkt zustimmen. Ich finde, meine eigene religiöse Identität ist sehr fluid, ist mal mehr oder mal weniger wichtig, je nachdem, in welchem Kontext ich mich bewege. Ist zum Beispiel meine Religionsfreiheit in einer Gesellschaft gewährleistet? Bin ich in einer Mehrheits- oder in einer Minderheitensituation? Also, ich suche nach einem Beispiel. Wir haben ja über Jahrzehnte, ich will jetzt keine Kopftuchdebatte hier lostreten, aber dieses Kleidungsstück hat ja zu allerlei Diskussionen, Debatten geführt und es hat eine Bedeutung gewonnen, glaube ich, durch diese Debatten, die es vielleicht gar nicht hat, jedenfalls nicht hier in diesem Kontext.
In anderen Kontexten schon, ne? Wenn es politisch aufgeladen wird und so weiter, aber hier in Deutschland. Und ich habe immer versucht, mich hineinzuversetzen, wäre ich eine muslimische Frau, die aus welchen Gründen auch immer ein Kopftuch trägt. Ich habe das versucht, auf meine christliche Identität zu übertragen. Also ich trage zum Beispiel als Christin kein Kreuz, nicht im Alltag. Ich weiß aber, dass in bestimmten Kontexten das Tragen des Kreuzes sehr wichtig sein kann, nämlich in solchen Kontexten, wo ich immer wieder erlebe, einfach weil ich Christin bin, werde ich nicht akzeptiert. Dann wird so ein Symbol unheimlich wichtig. Ne? Und ich habe auch gedacht, wenn man mir heute verbieten würde, ein Kreuz zu tragen, würde ich wahrscheinlich eins tragen wollen, einfach um zeigen zu wollen, wer ich bin. Also insofern, das ist eine sehr dynamische Angelegenheit, die eigene religiöse Identität, je nachdem, wo ich mich gerade befinde. So wie meine deutsche Identität eine Rolle spielen kann. Ne? Also vor allen Dingen, wenn man sich mal nach außen bewegt, die Wahrnehmung erlebt, wie werde ich als Deutsche im Ausland wahrgenommen, da werde ich auch in ein Kollektiv eingebunden, in das ich mich normalerweise gar nicht so einordnen würde. Ähnlich fällt es auch mit der Religion. Es gibt Christen, denen ich mich nahe fühle, Christen, denen ich mich weniger nahe fühle. Manchmal fühle ich mich Juden näher oder Muslimen näher, je nachdem, wo ich gerade bin, worüber wir sprechen, worum es geht. Also insofern, ich sehe das so wie Sie, wir müssen das Gemeinsame suchen, das Verbindende und Religion nicht zum trennenden Faktor machen, zu einem unterscheidenden Faktor, aber nicht zu einem trennenden Faktor. Also was uns unterscheidet, muss uns ja nicht trennen. Wir leben gemeinsam in einer Gesellschaft, ne? Und die Unterschiede sind ja auch was Tolles, sofern sie nicht dazu führen, dass wir uns eben gegenseitig bekriegen, ne? Deswegen ist auch die religiöse Freiheit so wichtig und deswegen ist auch interreligiöser Dialog eigentlich im umfassenden Sinne nur möglich, wo Religionsfreiheit im umfassenden Sinne gewährt ist, in unserem auch säkularen Kontext, wo das sichergestellt ist. Ne? Also wenn man sich in anderen Ländern bewegt, ich war ja wie gesagt auch im Libanon und so weiter, da bedeutet das nochmal was ganz anderes. Also deswegen muss man das berücksichtigen. Ja, das wollte ich nur ergänzen zu dem, was Sie gesagt haben. Aber da beschreiben Sie ja die eigene Identität als etwas sehr Persönliches, eigentlich auch Intimes, was selbst bestimmt wird und worüber man ja auch die eigene Deutungshoheit haben muss. Ja, es ist meine Privatsache, ja. Gleichwohl ist aber auch Religion immer etwas Gemeinschaftsorientiertes, etwas Politisches in dem Sinne. Wir wollen mitgestalten. Ne? Es ist nicht nur Privatsache. Wir reden hier auch über gesellschaftspolitische Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, dass das Miteinander besser gelingt. Und da müssen wir aus unseren religiösen Traditionen auch argumentieren und den Menschen in unserer Community, aber auch in den anderen Communities sagen, das geht, das funktioniert, ihr müsst keine Angst haben, weil wir keine Alternative dazu haben. Die Welt ist so klein geworden, wir können uns nicht mehr einrichten in diesen Blöcken. Ne? Auch so Begriffe wie die islamische Welt oder die christliche Welt, ich glaube, das hat es nie gegeben in dieser essentialistischen Form. Ne? Im Libanon würde man auch zur islamischen Welt zählen, aber also, das ist auch ein christlich geprägtes Land. Ne? Also man muss da wirklich sehr, sehr stark differenzieren, sich die Mühe machen, ins Detail zu gucken und nicht nur auf die Oberfläche. Also neben einem Plädoyer für die Gemeinsamkeiten, die Suche nach den Gemeinsamkeiten, auch ein Plädoyer, Kulturen und jetzt auch Religionen eben nicht als monolithische Blöcke zu verstehen. Auf gar keinen Fall. Sondern die Differenz zu sehen. Und damit geht ja einher eigentlich auch eine Ablehnung von Huntingtons Verständnis, dass, ja. Dass etwas Kulturbildendes ist, sondern dass es ja die Differenzen und die Pluralität, Hybridität, haben wir alles heute schon häufiger gesagt, immer wieder auch gesucht werden muss. Die Pluralität liegt in uns. Sie liegt schon in uns, in jedem Einzelnen, ne? Wie Herr Adabur das auch gesagt hat, wir sind viele Identitäten. Sie möchten darauf noch reagieren, bitteschön. Ja, gerne. Ich meine, gewisse Identität hier ist auch, wenn wir in einer pluralen Gesellschaft leben, natürlich auf die politische Ebene gibt es gewisse Rechte, die man auch zugestehen muss und auch auf die religiösen Menschen eingehen, so wie der Habermas schon gesagt hat oder Eckenförder, was kann jetzt die säkulare Welt für die religiöse Gemeinschaften tun, von der religiösen Vorstellungen tun. So,
bis jetzt war sozusagen der Religion hat überhaupt nicht in der säkularen Gesellschaft zu suchen, hat außer nur privat. Trotzdem, jetzt gibt es eine, es gibt politische Rechte, die man auch in, begründet durch die Demokratie und Pluralität, dass wir auch die Minderheiten berücksichtigen, ihre Rechte berücksichtigen. So, das ist für mich zentral, da kann man auch hier religiöse Identitäten benennen. Aber wie gesagt, wie Sie auch schon bereits sehr schön dargestellt haben, es gibt verschiedene Identitäten und wir müssen sagen, wie weit können wir die auf alle Rücksicht nehmen? Für mich gibt es diesen gemeinsamen Konsens, weil wir können wir auf allen Rücksicht nehmen, jede kleine Minderheit da Rücksicht nehmen, sondern was verbindet uns? Was meine Private ist, wenn ich mit jemandem heiraten möchte und dann sehe, ja, der ist zu stark christlich und ich bin zu stark Muslim, können wir miteinander überhaupt auskommen? Jedes hat ein gutes Ende überhaupt, weil es diese religiöse Identität könnte ein Problem werden für gemeinsames Leben, seinem privaten Bereich. Aber auf der gesellschaftlichen Ebene hat man vollkommen andere Funktionen, andere Begegnungen. Das heißt, wir sind nicht so nah beieinander. Und daher, jeder kann seine privaten bewahren, seine Individualität bewahren. Und auch diese hybride Identität ist genauso als eine private Angelegenheit, aber wir müssen uns um die gesamtgesellschaftliche Thematik, Schicksal oder was uns gemeinsam wohin führt. Und ich denke, die Ethik ist am allerwichtigsten. Dass wenn wir eine Debatte führen sollten, dann sollen wir eine Ethik der Zukunft führen und nicht die Ethik der Vergangenheit, was schon bereits in der Religion, in allen, eine Ethik der Zukunft, die uns allen trotz der Unterschiede, trotz des Differenzen harmonisiert. Weil gerade die Einklang, zwischen Einklang gibt es keine Harmonie, aber zwischen den Unterschieden, so wie ein Orchester, können wir als Symphonie der Differenzen verstehen. Jetzt hat sich Herr Neumann noch gemeldet und es gibt eine Frage vom Publikum, aber ich würde Herrn Neumann zuerst noch reagieren lassen. Ja, das waren jetzt so viele Gedanken, dass es schwerfällt, das zu ordnen. Also, zunächst mal da halte ich also auch religiöse Identitäten für außerordentlich wichtig. Ich empfinde mich in meiner Identität als Jude zu Hause gefestigt und die ist für mich unabdingbar und unbedingt notwendig, was nicht heißt, dass es nicht noch eine Reihe von anderen Identitäten gibt, die in mir ihr Zuhause finden und die mich ausmachen. Aber nichtsdestotrotz ist das eine vielleicht sogar die vordringliche Identität, was aber eben, und das hat Ilona Clemens ja auch schon gesagt, nicht dazu führt, dass es zu etwas Trennendem werden soll, sondern dass es zu etwas werden soll, was den Unterschied ausmacht. Also um es mit dem großartigen früheren Rabbiner von Großbritannien zu sagen, es geht um the dignity of difference. Es geht um die Fähigkeit, in dem anderen trotzdem das Angesicht Gottes zu sehen, den anderen als Menschen wahrzunehmen, trotz der Unterschiede, die ihn eben zu einem anderen machen. Und das ist eine Ideologie und eine Idee, die ursprünglich in der Bibel fußt, aus der Tatsache heraus, dass wenn Sie in die Schriften gucken, Adam und Eva, Kain und Abel, Noah und alle, die da kamen, Menschen waren, die im Angesicht Gottes geschaffen wurden, die aber, obwohl es ein jüdisches Buch ist, keine Juden waren. Die Juden kamen erst viel später. Sondern es ist zunächst mal eine Geschichte von Menschen, die im Angesicht Gottes geschaffen sind und dadurch eine ureigene Würde besitzen. Und aus dieser Idee heraus entwickelt sich eben die Annahme, dass unsere gemeinsame Menschlichkeit unseren Unterschieden, unseren Identitäten, unseren religiösen Zugehörigkeiten weit vorausgeht und die Grundlage dafür bildet, wie wir miteinander umgehen. Was aber nichts daran ändert, dass es trotzdem wichtig ist, eine eigene Identität zu finden und sich auch definieren zu können und nicht nur am anderen, sondern aus sich selbst und seinen eigenen Traditionen, seinen Schriften, seiner Herkunft, seiner Familiengeschichte und so weiter heraus. Es gibt einen schönen Satz von Rabbiner Mendel von Kotzk, der das mal beschrieben hat, der gesagt hat, wenn ich ich bin, weil du du bist und du bist, weil ich ich bin, dann bin ich nicht ich und du bist nicht du. Wenn ich aber ich bin, weil ich bin und du bist du, weil du bist, dann bin ich ich. Und du bist du. Darüber können Sie jetzt nachdenken. Und
In der Zwischenzeit möchte ich noch was sagen. Auch die Frage, wie sich jemand zu seiner eigenen Religion verhält, wie jemand seine Identität oder seine vermeintliche Identität findet, ist ja nicht unerheblich auch von seinem Umfeld, von der Mehrheitsgesellschaft und von der Art und Weise beeinflusst, wie man mit Menschen umgeht. Das wissen wir im Grunde genommen, aber ich habe es an einer kleinen Begebenheit mal erlebt und die möchte ich Ihnen kurz erzählen. Ich lebe in einem Stadtviertel, an dem ungefähr, also früher hätte man gesagt, mit 60% Ausländeranteil. Ich bin mir nicht sicher, wie man es heute politisch korrekt ausdrückt. Also es ist eine große Zahl von unterschiedlichen Nationalitäten, die dort zusammenkommen. Als meine Tochter in die Schule kam, also das ist inzwischen das dritte Kind auf dieser Schule, da haben 29 Nationalitäten unterschiedliche Begrüßungen abgehalten. Also es ist sehr Multikulti und viel. Also mein Tankstellenwart ist Moslem. Das hätte ich annehmen können, aber ich habe es nicht gewusst. Und als ich da kurz vor Weihnachten an dieser Tankstelle war und gedankt habe, da hat er mir frohe Weihnachten gewünscht und ich habe gesagt, ich habe kein Weihnachten. Darauf kamen wir ins Gespräch. Er fragt mich, warum nicht? Ich sage, ich bin Jude. Er sagt, oh ja, ich bin Moslem. Ich spreche ihn auf Abraham an, dass wir ja gemeinsame Wurzeln haben. Und dann sagt er mir, ich muss dir sagen, religiös bin ich überhaupt nicht. Und habe gesagt, aber du hast doch gesagt, du bist Moslem. Und er sagt, ja, das habe ich früher nie gesagt. Er sagt, wenn ich in der Türkei war, ich habe immer geguckt, wo ich Schweinefleisch essen kann. Aber seit die Mehrheitsgesellschaft, also seit die anderen mich immer als Moslem wahrnehmen, seit die mich immer nur noch als Moslem sehen, begreife ich mich auch selbst als Moslem. Und dann sagt er mir, ich habe eine ganze Menge von jungen Frauen, die bei mir hier tanken, die früher nie Kopftuch getragen haben, die völlig säkular waren, die aber durch die Debatte, und Sarasin war ein Brandbeschleuniger dieser Debatte, wenn nicht sogar der Kanister Benzin, der das Ganze richtig in Brand gesetzt hat, die aus dieser Debatte heraus und durch die Außenwahrnehmung, die wir haben, eine Selbstidentifikation entwickelt haben, die auf einmal in einem ganz traditionellen Islamverständnis gemündet hat oder zumindest in einer sozusagen in einem Kleidungsstil, der das vorzugeben scheint, die also dann auf einmal mit langen Mänteln und mit Kopftüchern etc. zu sehen waren. Und das hat er mir so erzählt und hat gesagt, das ist eine Entwicklung, die ist ganz schrecklich und ich weiß überhaupt nicht, wie man sowas aufhalten kann. Und das wollte ich nur mal einwerfen, weil die Entscheidungen darüber, wie man sich anzieht, wer man zu sein glaubt, welche Identität man annimmt, eben bei weitem durch mehr Faktoren bestimmt werden, als nur durch die Frage der Familiengeschichte, der Religion, in die man hineingeboren wird oder das soziale Umfeld, in dem man lebt. Das habe ich vorhin gemeint mit dem Kreuztragen, dem Kopftuchtragen. Ne? Also je nachdem, wie man von außen wahrgenommen wird, definiert man dann auch die Bedeutung auch von Religion. Ne? Ja. Danke nochmal für diese Erweiterung eigentlich des identitätsbildenden oder auch von mir aus entwicklungspsychologischen Blickes darauf, wie sich unsere Identitäten denn eigentlich konstruieren. Jetzt gerne noch die Frage aus dem Publikum, Eberhard. Ja, ich habe mich mal selbst auf die Rednerliste gesetzt, weil im Chat noch nichts eingegangen war, aber ich dachte, das darf ich ja auch mal. Erstmal danke an Daniel Neumann für die Ausführungen zuletzt und dieses wunderbare Sprachspiel. Da fällt mir nur zweierlei zu ein. Einmal natürlich Frank Sinatra, Doobie Doobie Doo. Und wer im neuen James Bond schon war oder wer es noch nicht war, da kommt der Satz vor, je cherche mon doudou, ich suche mein Kuscheltier. Das ist ein kleines Kind, das diesen Satz sagt und passt vielleicht auch dazu. Wo übrigens auch Kämpfe der Kulturen in heftiger Form ausgetragen werden in diesem James Bond. Ja, aber ernsthaft, die Bedrohung durch Sarrazin oder auch die Herausforderung durch Huntingtons Thesen. Ich habe das gemerkt, in welches Spannungsfeld man sich begibt. Ich habe im vergangenen Jahr einen Artikel über Sarrazin veröffentlicht, natürlich kritisch. Ich habe im letzten Monat einen Artikel über Huntington veröffentlicht, aus Anlass des 25-jährigen, in Anführungszeichen, Jubiläums des Erscheinens seines Buches. Und jetzt plötzlich bin ich im Visier der neuen Rechten, die junge Freiheit veröffentlicht und kritisiert mich darin. Und ich sag mal, das ist kein Zufall,
nicht? Die lesen das, selbst wenn es so eine christliche Zeitschrift wie die Zeitzeichen sind, die nehmen einen wahr und plötzlich ist man im Visier. Das zeigt aber auch, wie nachhaltig prägend diese Bücher waren. Und in der Tat, das Buch von Sarrazin empfinde ich ganz besonders als toxisch. Und ich fand es entsetzlich, dass es 10 Jahre brauchte, um diesen Menschen aus der ältesten demokratischen Partei Deutschlands entfernen zu können, obwohl es ja wirklich vielfach versucht wurde. Also ganz erschreckend. Wo ich anknüpfen möchte noch, ist die Thematik der multiplen Identitäten in einem selbst. Das ist bei mir ja auch so. Ich nehme das ganz stark wahr. Ich bin natürlich Christ als evangelischer Theologe. Ich bin aber auch Deutscher. Ich bin Hesse. Das sind alles Identitäten, die finde ich nicht so schrecklich wichtig. Wichtiger finde ich, dass ich Familienvater bin, Ehemann. Das sind Identitäten, die finde ich sehr wichtig. Dann bin ich vielleicht auch noch Parteimitglied in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Das finde ich manchmal wichtig und manchmal weniger erfreulich. Dann bin ich ehemaliger Liebig-Schüler hier am Frankfurter Liebig-Gymnasium gewesen. Da bin ich ganz stolz drauf. War eine nette Schulzeit, die ich hinter mir habe. Ich bin Alumnus des Evangelischen Studienwerkes Villigst. Ich bin Alumnus der Polytechnischen Gesellschaft. Ich bin Strategospieler, Denksport und so weiter. Also man hat immer multiple Identitäten in einem selbst und die müssen irgendwie in einem Verhältnis stehen und müssen austariert werden. Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, Christsein ist die fundamentale Identität bei mir. Ich würde sagen, Christsein ist eine ganz, ganz wesentliche Facette in meiner Existenz, aber sie basiert darauf, ich bin zunächst einmal ein Mensch. Und dieses Menschsein, da knüpfe ich gerne an Sie an, lieber Daniel Neumann, wir sind ja eigentlich per Du, lieber Daniel. Das ist für mich das Fundamentale und ich finde es gut, dass in unserem Grundgesetz, in unserer Verfassung, ganz am Anfang im Artikel 1.1 festgelegt wird, dass es eine unantastbare Würde aller Menschen gibt. Das muss die Grundlage sein und da müssen unsere anderen Identitäten drauf beruhen und dran anknüpfen können, dran anschlussfähig sein. Wenn das gelingt, dann können wir hier gut und friedfertig miteinander zusammenleben und zwar nicht nur in unserem Land, sondern auch in der Weltgesellschaft. Beides ist wichtig und auch da der letzte Gedanke, den ich noch eintragen möchte, ich stimme völlig zu, dass Gemeinsamkeiten viel wichtiger sind als das Trennende. Das gilt besonders auch im Blick auf die Weltgesellschaft. Unterscheidungen ja, Ilona Clemens hat recht, aber nicht das Trennende überbetonen, sondern das Gemeinsame. Und das Gemeinsame konstituiert sich auch durch gemeinsame Herausforderungen. Ich denke, das sollten wir auch noch mehr wahrnehmen als bisher. Ich nenne da nur zwei Namen von Personen, die mich sehr beeindruckt haben, die beide nicht mehr leben. Das eine ist der Philosoph Karl Popper, der vor vielen Jahren gesagt hat, vermutlich wird das Ende der Welt einmal dadurch herbeigeführt werden, dass ein Virus uns alle vernichtet. Das schrieb der, ich glaube, 1994 in seinem letzten Buch, Alles Leben ist Problemlösen. So als hätte er vorhergesehen, dass es mal irgendwann ein Coronavirus kommt und dieses eine große Herausforderung darstellt. Ich will nicht, dass das Ende unserer Existenz wird. Das wird es wohl auch nicht werden, aber wer weiß, vielleicht kommt ein neues Virus viel schrecklicher und fordert uns gemeinsam heraus. Und dann müssen wir uns als Weltgesellschaft, als Gemeinschaft der Nationen, als Gemeinschaft der Völker, Kulturen und Religionen diese Herausforderung stellen. Und der andere Mensch, den ich erwähnen möchte, der auch so ein bisschen pessimistisch war in der Hinsicht, das war Stephen Hawking, der in seinem letzten Buch 2017, glaube ich, veröffentlicht, schrieb, vermutlich wird das Ende der Welt dadurch zustande kommen, dass irgendwann ein Asteroid unsere Erde trifft und dann ist die Erde vernichtet. Oder aber es kommen Aliens, das war seine ganz große Angst, dass die Aliens uns entdecken würden und dass die uns dann vernichten würden. Und auch das wäre
beides doch ein Grund zu sagen, wir müssen als Weltgesellschaft denken und handeln. Und wenn wir schon nicht an Aliens glauben und uns vor denen fürchten, die Asteroiden sind bestimmt unterwegs und nähern sich der Erde. Und da muss man gemeinsam überlegen, wie kann man da etwas entgegensetzen. Das können wir nur als Weltgesellschaft, als globalisierte Gesamtgesellschaft dieser Welt tun. Und insofern ist auch das ein wesentlicher Faktor und Grund, warum wir das Gemeinsame sehen sollten, nämlich die gemeinsamen Herausforderungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Eberhard. Wir sind zeitlich schon sehr weit fortgeschritten. Es gibt noch eine Meldung noch hier aus unserem Publikum vor Ort, die würde ich gerne noch hören. Und genau, habe dann noch eine Abschlussfrage an Sie alle. Bitte schön. Herr Neumann hatte über 29 Sprachen gesprochen, in denen dann die Schüler begrüßt worden sind. Ich kenne das auch. Und ich würde gerne an die Runde die Frage stellen, es ging um Gemeinsamkeiten. Brauchen wir eine Sprache, die uns erlaubt, unsere vielfältigen Identitäten, Wichtigkeiten, Relevanzen, Sinngebungen in unserem Leben überhaupt austauschen zu können? Also welche Bedeutung hat Sprache, wie gelingt uns das, auch Subtilitäten einander mitteilen zu können? Das war eben eine wunderbare Geschichte, alles auf subtilem Deutsch. Wie gelingt das in einer Einwanderungsgesellschaft? Bei mir hat dieses Beispiel eine ambivalente Reaktion hervorgerufen, dass die Kinder in 29 Sprachen angesprochen wurden. Einerseits ist es toll, weil es natürlich ernst nimmt, dass die Kinder aus verschiedenen Traditionen, dass die Eltern, Großeltern wahrscheinlich aus verschiedenen Herkunftsländern zu uns gekommen sind und dass sie hoffentlich zu Hause multisprachlich aufwachsen. Das ist ja ein großer Gewinn, wenn man das hat. Sie haben vorhin vergessen, dass ich 3 Jahre in Südafrika gearbeitet habe. Da ist Multisprachlichkeit normal, ne? Vor allen Dingen in der schwarzen Bevölkerung. Und das ist eine unglaubliche Sache, dass das so geht. Andererseits sehe ich ein bisschen die Gefahr darin, die Kinder eben nur darüber zu definieren. Ne? Also die Frage nach gesellschaftlicher Anerkennung in einer Migrationsgesellschaft, dass Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, egal woher, sich auch hier zu Hause fühlen, dass sie sich als Deutsche fühlen, auch als Deutsche. Ne? Da kommen wir wieder zu den Identitäten. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, in meinen Gesprächen mit Muslimen, die hier geboren und aufgewachsen sind, immer diese Frage, woher kommst du denn eigentlich? Ne? Also, die sich nicht zusammendenken können von Deutsch sein und Muslim sein. Ich glaube, Jüdinnen und Juden haben damit auch eine eigene Geschichte, mit allen schrecklichen Folgen. Also ich glaube, das ist eine sensible Sache mit der Sprache. Ne? Einerseits diese Vielfalt als was Positives wahrzunehmen, aber auch zu sagen, diese Kinder gehören hierher. Das sind keine ausländischen Kinder, das sind Kinder, deutsche Kinder, die in Deutschland leben und aufwachsen. Also da muss noch viel passieren. Also insofern ist dieses Beispiel für mich so ein bisschen ambivalent. Es braucht eine gemeinsame Sprache, die muss aber nicht verbal sein, die kann auch nonverbal sein, durch gemeinsame Aktionen oder so. Kinder können sich ja auch ohne eine gemeinsame Sprache zu haben miteinander verständigen. Und ich habe auch immer mit großem Erstaunen erlebt, wie meine Eltern, die kein Englisch können, mit meiner besten amerikanischen Freundin zurechtgekommen sind. Ne? Da ist mehr passiert, als nur miteinander reden. Trotzdem glaube ich, dass wir hier in Deutschland, wo noch viele Menschen erst wirklich verinnerlichen müssen, dass wir eine diverse Gesellschaft sind, brauchen wir trotzdem eine gemeinsame Sprache, auf der wir miteinander leben und arbeiten. Ne?
damit auch Integration im umfassenden Sinne gelingen kann. Und gleichzeitig aber auch das Fördern von Multisprachlichkeit. Und dabei eben auch keine Wertigkeit zwischen den Sprachen, ne? Leute lernen gerne Englisch und Französisch, Türkisch und Arabisch. Na, da wird schon, da wird auch, werden auch Unterschiede gemacht, auch da gibt es noch viel zu lernen. Ich weiß nicht, ob Sie das gemeint haben damit, aber es, wie gesagt, ich wollte nur sagen, es löst bei mir so ein bisschen so und so. Ja, genau. Herr Schottpo, Sie möchten auch noch auf die Frage reagieren, bitteschön. Ja, ich wollte auch die Frage stellen, also was gemeint ist, wirklich eine Sprache oder eine Sprache des Dialoges gemeint ist. Weil die verschiedenen Sprachen sind eine Tatsache. Und zwar ist es gut, dass so ist, damit auch die Kinder davon konfrontiert werden, sehen, dass es unterschiedliche Sprachen gibt, sowie unterschiedliche Nationen und unterschiedliche Ritualen. Und das sollte man als Tatsache akzeptieren. Aber auf die andere Seite, tatsächlich brauchen wir eine gemeinsame Sprache. Und es ist eine humanistische Sprache, es ist eine dialogische Sprache. Können wir auch Korrespondenz auf ethischer Ebene oder auf welche Ebene, was wir auch gerade, wurde von Stephen Hawking zitiert, das heißt, die Sprache der Wissenschaft, auch ist es eine Notwendigkeit, dass wir auch lernen, weil wir nicht nur religiöse Menschen sind, wir sind auch von unseren Genen auch beeinflusst. Wir können auch die Debatte noch viel vertiefen, was der Mensch überhaupt ist, auf welche Ebene funktioniert, wie entwickelt seine Sprache. Und ich glaube auch, dass die Sprache ein Teil des Menschen auch sich weiterentwickeln wird. Und wenn wir so weit sind, werden wir auch eine gemeinsame Sprache haben und gemeinsame Formulierungen, Formulierungen wie, ja, woher kommst du eigentlich, könnte man auch sagen, anders formulieren. Da gibt es auch Veränderungen in anderen Ländern, die man auch überhaupt diese Frage nicht in diese Form stellt, sondern erst, wenn man viele Male in der getroffen ist, woher kommt dein Name hier oder woher kommt dein Vorfahren. Also man könnte ja schon eine Sprache entwickeln, aber wichtig ist eine Sprache, die auch als korrespondierend, die aufeinander wechselseitig sozusagen perspektivisch aufeinander zugeht. Und damit man auch durch die Sprache das Gefühl bekommt, dass man ernst genommen wird. Dass man im Grunde in diesem Prozess dabei ist und ein Teil dieses Prozesses ist und nicht außerhalb des Prozesses. Diese Sprache muss sozusagen auch langsam entwickelt werden. Und genau das gehört zu unserem Diskurs. Ja, vielen Dank auch dafür. Wir haben einen sehr großen Bogen gesponnen, jetzt in den letzten anderthalb, fast zwei Stunden. Unser Blickwinkel war, und das lese ich jetzt gerade auch hier als Beitrag im Chat, das Miteinander der Religionen, der Religionsgemeinschaften hier in der Migrationsgesellschaft Deutschland über weltweiten Frieden, könnten wir mit Sicherheit jetzt noch eine weitere Gesprächsrunde anschließen. Dafür reicht unsere Zeit nicht. Wir sprachen über die Risikobereitschaft überhaupt der Begegnung, der persönlichen Begegnung. Wir sprachen über gesellschaftspolitische Aufträge des Dialoges, des Trialoges, haben jetzt noch viel weiter und tiefer gegangen und über die Identitätsfrage, religiöse Zugehörigkeiten, hybride Identitäten und so weiter gesprochen. Das alles, wie gesagt, ein sehr großer Bogen. Wenn wir jetzt zum Abschluss aber noch einmal einen Blick in die Zukunft werfen, was wünschen wir uns oder was ist denn unsere Vorstellung davon, wohin uns dieser Trialog führen soll? Das The Dignity of Difference fiel vorhin. Wie kann das praktisch aussehen? Was wäre Ihr Wunsch? Sie dürfen gerne jetzt in einem Abschlussstatement ein Resümee nochmal ziehen und sagen, was ist denn Ihr Wunsch für die Zukunft? Herr Neumann, mögen Sie beginnen? Ich habe es, glaube ich, im Grunde genommen schon formuliert und würde das einfach nochmal betonen wollen. Also dieses Konzept von Dignity of Difference ist das Zukunftskonzept. Das ist das, was ich mir für die Zukunft wünsche. Die Anerkennung unserer gegenseitigen Menschlichkeit bei gleichzeitiger Akzeptanz unserer Unterschiede, bei der Wertschätzung unserer Unterschiede, ohne aber sich der Möglichkeit zu begeben, da und dort auch Kritik zu äußern, auch werten zu können. Also das halte ich für unglaublich wichtig, weil es ein Prozess ist,
der notwendig ist, um auch Diskurse weiterführen zu können. Das heißt, nicht alles das, was andere Religionen machen, ist oder muss für mich sakrosankt sein. Nicht all das, wodurch andere ihre Identität beschreiben, muss für mich ein Spektrum sein, über das ich nicht sprechen darf oder das ich nicht auch kritisieren darf. Im Idealfall fängt man bei sich selbst an, und das haben wir Juden im Laufe der Geschichte immer wieder gelernt, sich selbst zu hinterfragen, miteinander zu diskutieren und auch kritisch miteinander umzugehen. Das muss aber auch bei anderen gestattet sein. Soll aber eben nicht bedeuten, dass man das eigentliche Ziel aus den Augen verliert, weil das gemeinsame Ziel ist, und das ist eben im Chat auch deutlich geworden, das gemeinsame Ziel ist es, in einer friedlichen, gerechten Gesellschaft zu leben oder leben zu können, die gegenseitigen Unterschiede akzeptiert, wertschätzt und die Würde des Menschen als ihr fundamentales Prinzip nach vorne trägt. Und das ist, glaube ich, eine Gesellschaft, in der ich auch leben möchte und hoffe, dass wir durch den Dialog, durch den Trialog, durch die gegenseitige Öffnung, aber auch die kritische Diskussion einen kleinen Beitrag in unserem Umfeld dazu liefern, das möglich zu machen, was ich gerade als Vision beschrieben habe. Frau Clemens, was ist Ihre Zukunftsvision? Ich kann das gar nicht besser formulieren. Ne? Ein anderer kluger Mensch hat gesagt, ohne Angst verschieden sein können, ist das Ziel. Natürlich ist da, das ist noch ein Weg dahin, wir finden uns auf dem Weg. Ne? Ob wir da jemals ankommen, weiß ich nicht. Wir teilen ja eine gewisse messianische Hoffnung auch miteinander, dass es möglich ist und dass wir nicht in der Apokalypse enden. Das, was du beschrieben hast, ist ja der Untergang. Ich hoffe, dass doch etwas, wir gehen auf Gottes Welt zu, das wäre meine Hoffnung, die eine Friedenswelt ist. Und da gilt es eben, aus meiner Sicht an den friedensstiftenden Elementen zu arbeiten, die voranzubringen, dass Religionsgemeinschaften auch von denen, die mit Religion nichts anfangen können, nicht als Brandbeschleuniger in Konflikten, sondern als Friedensstifter wahrgenommen werden, und das ist eine gemeinsame Aufgabe. Herr Schottpohl, dann haben Sie jetzt das letzte Wort. Ja, vielen Dank. Ich wünsche mir, dass wir irgendwann mal aufhören mit den Wahrheitsdebatten zu sagen, dass wir so weit kommen, dass es für uns geklärt ist, mehr oder weniger, auf welche Weise auch immer, weiß ich nicht. Das wäre natürlich durch diese Diskurse. Ich wünsche mir, vieles, was uns Frieden und Gemeinsamkeiten voranbringen. Aber ich möchte ein Gedicht lesen von einem Poet aus Persien. Sie kennen die Iraner, sind sehr poetisch veranlagt. Und Omar Khayyam ist eine sehr bekannte, eine zynische, eine ironische Poet gewesen, ein Mathematiker und Naturwissenschaftler. Und der hat damals dieses Gedicht formuliert, und ich würde sowas würde ich mir wünschen. Er sagt, von wohl 70 Religionen höre ich, dass sie es auf der Erde gibt, doch die wahre Religion ist die nur, dass der Mensch den Menschen liebt. Wenn wir so weit kommen, was gerade über Alien gesprochen wurde, wenn wir so weit sind, dass wir unsere Gemeinsamkeiten entdecken, dass unser Menschsein ist, dann haben wir schon viel erreicht. Ganz herzlichen Dank für dieses sehr anregende Gespräch und für Ihre Perspektiven.